Hallo, willkommen zum nun großen, großen Krieg. Ich muss gucken, wo wir stehen geblieben waren. Oh, die Finanzen. Die kann ich aber, glaube ich, nicht verbessern, oder? Das ist ja schon hoch, das ist runter, das sollten wir jetzt nicht runter machen. Ich frage mich gerade, ob ich die Zustimmung der Streitkräfte noch gebrauchen kann. Und dann gehen wir in den großen Krieg aber auch rein. Das ist 4, ne? Mit dem 5 erhöhe sind wir bei 9 und ich bräuchte genau 10. Also ich bräuchte noch einen anderen Punkt, bevor ich das erhöhe. Das ist natürlich ein Elend. Ja, nicht sicher, ob ich die jetzt happy machen kann, ganz kurzfristig. Durch Gesetze über ansteckende Krankheiten. Ist gegen, ist gegen. Okay. Was machen wir denn für ein Gesetz gerade? Protestbewegung. Das ist denen egal. Das kann ich gerade nicht lesen. Gewählte Verwaltung ist denen, glaube ich, auch egal. Da habt ihr nichts mehr zu tun. Genau. Kein Amt für Inneres möchten die, keine nationalen Milizen. Okay, lässt sich nichts ändern, ist ein bisschen doof. Ja, das heißt, das wird ein sehr teurer Krieg. Also, wenn die Finanzen könnte ein bisschen tricky werden hier vorne. Ja, das könnte ein bisschen tricky werden, egal. Ich sehe jetzt keine andere Lösung da. Ulla, so, Russland. Frankreich, genau, hat sich ja gegen uns hier gestellt. Die kicken da ein bisschen in Bayern rein. Wie weit sind wir im Krieg? Ist noch nicht eskaliert, okay. Wir haben auf unserer Seite alle möglichen Staaten. Witzigerweise eben auch Schweden ist bei uns. Mal gucken, ob die Leute einschiffen. Ja, und wir haben vor allem Russland bei uns. Und die russische Armee, die wäre natürlich mal so ein bisschen der Brüller. Und die marschiert hier vorne in Österreich ein. Sehr schön. So ein bisschen der Erste Weltkrieg halt wirklich. Vielleicht sind die Allianzen ein bisschen komisch, aber Österreich wird jetzt von Russland platt gemacht. Fertig. Hier vorne ist ein bisschen unschön mit Deutschland, aber was soll ich da machen? Also sind ja keine Truppen vor Ort. Die hat die Armee halt alle mitgenommen, ne? Und mehr habe ich ja nicht zur Verfügung. Dafür führen wir halt hier massiv. Also normalerweise sollte man halt diese Truppe, die er hat, die müsste man irgendwie aufteilen, ne? Das Problem ist, das nicht einfach, die aufzuteilen. Also, wenn ich jetzt einen zweiten General hätte, wäre ich nicht sicher, wie die das, also einen dritten hätte, wäre ich nicht sicher, wie die aufteilen. Weil hier vorne bringen die ja keinen Vorteil, weil das ja nicht schneller irgendwie läuft, ne? Also eigentlich ist das sogar ein Nachteil, den ich hier vorne habe. Ich gucke mal, ob ich noch einen General holen kann und ob die irgendwie noch aufgeteilt werden können. Ich glaube jetzt nicht, dass das geht, aber schauen wir mal. Also die haben 117 in den Polen HQ, aber die sind ja schon an der Front, ne? Das wird ja keinen Unterschied machen. In Niger hätte ich 45, die machen wahrscheinlich gerade nicht mit, die könnte ich hier einschiffen. Ja, die sind ja Niger, also wie gesagt, die machen ja sonst gar nichts. Und dann machen wir hier noch einen, aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas da reinpacken können. So, wie kriege ich den jetzt hier? Alle mobilisieren natürlich. Sieht man immer sehr gut, wo die sind, die Jungs. Wer ist denn jetzt der in Niger ist? Rückkehr von der Front. Bereitschaft Polen. Genau, jetzt habe ich hier 36. Die könnte ich halt als Defense an die französische Front bringen. Ja, also erstmal hier helfen, dass auch vielleicht Österreich nicht rausgeht, auch da unten helfen. Machen wir erstmal hier einen Verteidiger hin. So, die Niger-Truppe. Machen wir das manuell. Da sind tatsächlich Franzosen gewesen da unten. Ist das Französisch da rechts? Sonst würden wir das ja nicht sehen. Okay, das habe ich gar nicht gewusst, dass da auch was Französisches ist. Hier ist das. Ja, dann lass hier den Franzosen doch einfach die Kolonie klauen. Also, da habe ich gar nicht gewusst, dass da was ist. Dann räumen wir da auf. Wir hätten zwar gerne hier oben auch gehabt, aber dann machen wir hier unten weiter. Ja, die 13, die machen halt nicht mit. Ne? Dann müsste ich Norddeutschland noch einen General hinstellen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Sind es nur 13 Truppen, ne? Also, das ist wahrscheinlich nicht so dolle. So, jetzt können wir noch gerade mal bei Militärgütern gucken, ob wir das ein bisschen Preise da reinbekommen, das ganze Zeug. Einfach alles. Aus Frankreich kann man das einhandeln. Das geht wahrscheinlich jeden Moment dann aus. Ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also Frankreich haben wir ja gleich Krieg mit. Das ist ein bisschen dumm, das in Frankreich einzuhandeln wahrscheinlich. England, Österreich werden wir es wahrscheinlich auch nicht bekommen, aber dann sparen wir jetzt noch eine Woche. Ja, machen wir mal die Handelsrouten hier an, aber ich denke auch, dass das nichts wird mit der Munda. Kann auch durchaus sein, dass die Preise gleich wieder runtergehen, einfach weil die, ja, weil die Dings halt haben. Weil die auch bei uns wahrscheinlich einhandeln, ne? Also es geht wahrscheinlich in beide Richtungen. Na gut.
Ja, Truppenaufteilung ist halt Murks, ne? Also ich frage mich immer noch, ob ich die nicht verkleinern kann. Wenn wir so 40 von denen da runterbringen, also wenn ich noch ein Polen-HQ habe, weil die könnt die halt, also wenn die befördert werden, können die mehr Truppen haben. Und sonst könnt ihr die halt nur entlassen, die Truppe. Ich nehme mal eins in Polen nochmal rein, weil ich auch wissen will, wie das funktioniert von der Mechanik. Polen. Ja, einfach nochmal einen reinpacken. So, jetzt hat er halt hier nochmal irgendwie ein paar bekommen. Also irgendwie wird das dann aufgeteilt. Frag mich nicht. Und dann kann ich den nämlich hier ebenfalls hochpacken. Genau, dass wir hier vorne verteidigen. In der Verteidigung hat man ja ein paar Bonuspunkte. Vielleicht reicht das ja, um den Franzosen zu demotivieren, da reinzukommen. Zumindest wird es ihn stark verzögern, dass er einfach hier durchläuft, ne? Und sie Kohle abkappt und alles. Ja, kriege ich gleich los. Ja, nicht jede Front kriegen wir hin. Das ist ein bisschen viel. Hier vorne könnte man vielleicht sogar vorrücken, weil ich mehr habe als der Franzose. Nee, doch nicht. Minus 7 müsste aber reichen zum Gewinnen. Doch, ich habe mehr. Ich habe ja zwei Generäle jetzt hier. Warte mal. Dann kann ich ja den zweiten. Also dieses, ne, eine Front, zwei Front, drei Front, vier Front, fünf, sechs Fronten. Wie kann das System denn übersichtlich sein? Die ploppen auf und gehen weg. Okay, wie machen wir das jetzt? Oh Gott, ist das ein blödes System, Militär. Müssen wir mal gucken, ob ich den. Dann gewinnen wir die Schlacht. Aber die sind ja nur im Deffen, da ist keine Armee vor Ort, ne? Und dann machen wir das jetzt anders. Hat er das jetzt angemacht? Ist er jetzt nach Hause gegangen? Angriff, genau. Das war nämlich da vorrücken, über Bayern. Also ich weiß nicht, wer gedacht hat, dass das ein einfaches System ist. Also wenn ich schon Übersichtsprobleme habe, dann würde die KI auf gar keinen Fall damit klarkommen, ne? Das müssen die massiv verändern, das System. Egal, der Krieg geht gleich los. Wir haben fast 1000 Bataillone, die 700 irgendwas. Also wir hätten auf jeden Fall mehr. Wir haben nur keine Flotte in der Koalition. Jetzt knallt es gleich. Überall wird es jetzt brennen. Jetzt wird es überall brennen. Das ist die Frage, wie man halt die Übersicht bewahrt. Das ist der helle Wahnsinn, das System. Ne? Der helle Wahnsinn. Also, wer sich das durchdacht hat, der hat das nie sinnvoll getestet, denke ich. Kameras. Anarchie. Ausweisdokumente. Pannennationalismus. Multilaterale Bündnisse. Erlaubt mehrere Bündnisse. Habe ich nicht schon mehrere Bündnisse? Aufwiegelung. Plus 1 erwarteter Mindestlebensstandard durch Alphabetisierung. Das ist eher eine schlechte Sache ganz nebenbei. Von da bin ich überrascht, dass das hier ist. Und wir tun die Nazis freischalten. Ist das jetzt wirklich hilfreich? Na gut. Meinungsfreiheit wird freigeschaltet dadurch bei Gesetzen. 10% mehr Autorität. Vielleicht bringt das ja was. Aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich hin will, diese Sachen. Also Aufzüge. Wo sind denn die Aufzüge bei der Gesellschaft? Nee, nee, wir müssen mal den Techniken weitermachen. Stromerzeugung haben wir jeden Moment. Das wäre nochmal ein riesen Boost. Da müssen wir natürlich ganz viele Sachen umbauen. Ja, ich würde halt gerne Stahlbeton machen. Ne? Einfach das Bauding nochmal besser machen, wo wir jetzt schon nicht hinterherkommen. Also eigentlich haben wir überall Probleme. Aber ich glaube, wir machen mal den Stahlbeton. Zumindest effektiver, was wir jetzt benutzen dann. Ja, und jetzt knallt es hier überall. Die Front. Ist das scheiße, das System? Die ist doch gerade verschwunden. Ich hätte doch eben hier eine Front gehabt, ne? Die ist irgendwie verschwunden durch irgendwas. Könnt ihr mir sagen, wo die Truppe davon hin ist? Weil jetzt muss ich die vielleicht wieder manuell an die Front bringen. Irgendein General hat nichts zu tun. Oder wurde eine andere Front versetzt? Ist der jetzt hier? Ist doch völliger Blödsinn. Ich glaube, das ist jetzt der hier. Ja, da brauche ich ja keine Defense da vorne. Also ich weiß echt nicht, was sie sich dabei gedacht haben bei dem Kriegssystem. Also ich würde sagen, da brauchen wir jetzt einen Defense, wie auch immer das hält. Also die Fronten, diese Frontabschnitte, die werden dann immer wieder verschoben, wenn das System irgendwie denkt, er wäre eine neue Front. Und das heißt, immer wenn er Kämpfe gewinnt oder verliert, verschieben sich halt die Fronten. Und je nachdem, wie das aneckt an andere Regionen, glaube ich, gibt es halt dann andere Frontabschnitte. Und deswegen, ja, springen die halt die ganzen Einheiten. Und dann müsst ihr das konstant micromanagen, die Scheiße. Ja, jetzt marschieren die hier irgendwie in Deutschland gleich ein. Pff, ich blick da nicht durch. Ist das nicht ein Verbündeter? Ja, und jetzt ist die Frage, wo sind die Armeen jetzt aktiv und wo nicht? So eine Kokolore ist das System. Da verlieren wir leider eine Schlacht da vorne.
Ich würde ja nichts sagen, wenn die KI damit klarkommen würde, ne? Aber macht sie ja auch nicht. Das ist so ähnlich wie mit dem Luft- und Schiffkampf bei Heu 4. Den haben sie auch so verdummt vereinfacht, damit die KI anscheinend damit klarkommt. Und genau das funktioniert eben nicht, ne? Also muss ich bei Paradox wirklich mal die Frage stellen, ob die manchmal ihre Designs auch hinterfragen von echten Spielern. Tja, wo habe ich jetzt Armeen, die im Prinzip was zu tun haben könnten? Jetzt kann ich halt jedes Mal wieder suchen, ne? Kann ich eh nicht mehr lesen, die Liste, weil die hier weggecuttet wird. Okay. Okay, wir machen mal die Militärmap an. Die ist zwar nicht so viel geiler, aber ein bisschen übersichtlicher ist sie schon. Ja, also die Truppe ist einfach zu groß, die ich da eben gemacht habe. Da wären mehrere kleine Generäle besser. Weil die, wie gesagt, ihr seht auch bei den Schlachten, ne? Obwohl ich hier gigantisch am Führen bin, ne? Habe ich halt jetzt ein Bataillon mit 36 gerade aktuell da am Laufen. Das hilft euch nur langfristig, wenn ihr Reserve habt, aber eigentlich verliert ihr mehr Boden, also dass ihr Kriege gewinnt, so wie sowas. Ja, ich habe keine Ahnung, wo meine Armee ist. Ich kann euch das leider nicht sagen. Okay, dann muss ich jeden General durchklicken, und zwar alle paar Sekunden wahrscheinlich. Das ist sein Headquarter, aber da ist er ja nicht. Also der ist irgendwo in irgendeiner Front. Die sind zumindest auf Angriff gestellt. Der ist auf Defense. Ich kann den nicht finden jetzt hier, ne? Ich weiß nicht, wo ich den hingestellt habe. Die sind wahrscheinlich auch im Transit, weswegen ich die jetzt gar nicht sehe, weil die von einer Front zur anderen gehen. So, da oben ist jetzt einer, der nichts da macht, ne? Der ist hier unten. Die sind mehrere Armeen. Es sind, glaube ich, drei Armeen jetzt von mir, die hier vorne, ne? Die sind jetzt alle nach Hause gegangen, super. Also das macht so keinen großen Sinn. Dann helfen wir da rechts aus. Die große muss hier bleiben und die kleine ist jetzt gerade gekommen, oder was macht die? Dann kann ich ihn wieder umstellen. Ist mitten in einer Schlacht. Müsste die denn nicht hier vorne angezeigt werden? Diese Schlacht, okay. Verlieren wir wieder, verstehe. Sind halt fast doppelt so stark wie der Gegner, aber haben wohl zu wenig Truppen in die Schlacht gebracht. Ne? Mit 14 angefangen, er mit 31. Und die zweite Armee ist halt derzeit AFK. Ne? Die suchen halt keine zweite Schlacht in der Zeit. Wird da so dumm gemacht. Na gut. Wenn die Schlacht vorbei ist, dann kann ich die kleine Armee wegschicken und dann kann die große AFK-Armee auch zum Krieg übergehen. Ich habe sie jetzt gleich verloren, die Schlacht, und dann kann ich wegschicken. Wenn ich den Frontabschnitt verliere, gehen die eh wieder alle nach Hause, ne? Dann kann ich sie eh alles nochmal neu verteilen. Helle Wahnsinn, wer das designt hat. Der helle Wahnsinn. So. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der genau einsatzbereit ist für einen anderen Frontabschnitt. Ja, marschier mal dann Frankreich ein. Jetzt immer wieder gucken, ob irgendwo eine AFK-Armee ist. Oder einen falschen Befehl hat oder so. Ach ja. 12 zu 20, verstehe. Aber wir gewinnen, weil wir eine bessere Truppe haben. Sogar mit 12 gegen 20. Ich finde, größere Armeen sollten auch eine höhere Wahrscheinlichkeiten haben, größer, ein besseres Kräfteverhältnis zu haben. Oder zumindest mehr Schlachten forcen, dass man das Kräfteverhältnis langfristig schneller lösen kann. Dass man es benutzt, ne? So, Bayern marschiert jetzt gerade bei Alsace-Lorraine ein. Es läuft. Die bayerische Armee ist sehr aktiv. Der hat relativ viele Truppen, der Bayer, ne? Der hat die ganzen Franzosen jetzt hier auf Trab. Obwohl hier auch meine Truppe bei ist. Das ist die nächste Schlacht. Ja, gut angefangen. 18 zu 46. Tolle Kräfteverhältnisse. Natürlich greifen die dann weiter an. Ne? Die sagen ja nicht, wenn der 18 zu 46 ist, weil der in der Defense ist, ignorieren wir den einfach. Ne, wir stürmen in der Unterzahl die Befestigung von denen. Ja, das sagen die ja im Prinzip mit dieser Aussage. Da fehlen mir die Worte. Ich hoffe, der Krieg geht nicht allzu lange, weil meine Staatskasse da nicht mitmachen würde. Die sind ja 60, die AFK sind. Das macht natürlich keinen Sinn. Die müssen alle an die Front irgendwo Sachen erobern. Und zwar an Fronten, wo keine Armeen sind, weil die ja sonst nicht aktiv werden. Ne? Und da muss ich jetzt genau micron, wo die alle sind und welche Armeen auch von meinen Bündeten nicht nur sind, sondern eben aktiv sind. Ich glaube, ich gehe da noch hin, weil die eh zu wenig haben. Die sind auch wieder AFK gegangen. Ist das wirklich weniger Micro, Freunde? Ist das wirklich ein System, was man AFK nebenbei laufen lassen kann? Ist das euer Ernst gewesen? Ich gehe jetzt einfach dahin, auch wenn da Leute sind, dann kann ich Frankreich einmarschieren. So, weiter geht's.
Defense 93, ja, bei sowas, ne, wenn die dreimal so stark sind wie wir, dann, wo das die russische Armee ist, ne? Aber wir müssen da auf jeden Fall größer würfeln, damit wir da überhaupt eine Chance haben. Ich muss halt gucken, wie viel Kriege ich in der Zukunft führen will. Weil das ist halt wirklich ein total beschissenes System. Das macht null Fun, ne? Das Militär. Aber das braucht man jetzt, um Deutschland zu vereinigen. Und von daher führt da kein Weg dran vorbei. Habe ich in meiner Review auch extra nochmal ein Beispiel gemacht und betont, wie dumm das Kampfsystem im Spiel ist. Also auch nicht mal atmosphärisch von der Grafik leider, sondern auch wirklich dumm designt. 2 gegen 42, verstehe. Ist aber schon das Ende des Fahnenmastes. Bei 39 zu 42, war sogar fast fair. So, jetzt gucken wir nochmal militär, wie die Lage aussieht. Okay, die haben ihre Ziele durchgesetzt. Nicht ganz sicher, wie die das machen. Einzelfrieden dann, oder was ist das dann? Das heißt, ich kann jetzt von vorne anfangen mit meiner Armee, weil die die Fronten dann aufgeben, oder wie läuft das? Also ich finde es sehr schwer zu sehen, wer wo wie vorgerückt ist jetzt. Also ich glaube, die Bayern sind hier genau ein Stück vorgerückt, obwohl da keine Soldaten mehr sind, was auch immer da passiert ist. Und hier vorne scheint der Österreicher in Russland einzumarschieren, obwohl wir stärker sind. Genau, meine Armeen sind wieder alle AFK. Wahrscheinlich hat irgendjemand Frieden gemacht, was er eben meinte, nämlich Kriegsziele durchgesetzt und sind dann vielleicht rausgegangen. Also der Krieg geht wohl darum, Baden-Württemberg zu annektieren. Das ist der falsche Krieg, das ist ein neuer, der gerade stattfindet. Mit dem habe ich eigentlich nichts zu tun. Unseres hier oben. Tote. Also wir scheinen ihn zu gewinnen von den Punkten her, weil ich da oben sehe. Aber in den Frontverläufen ist es schwierig einzuschätzen, wo die Lage gerade ist. Also hier ist auf jeden Fall wieder zwei große Armeen und das ist natürlich völliger Käse. Würde ich jetzt woanders hinbringen, an die Frankreich-Front. Streitkräfte. Oh, ich habe das Geld, ja. Ja, Finanzen sind ein Problem langsam. Ich kann die auch lange nicht fristig nicht mehr lösen. So, da oben ist irgendwie auch Feind aufgetaucht, frag mich nicht. Bauernaufstand oder so. Was ist mit unserer Niger-Truppe? Die zumindest das hier unten alles erobert. Oh, der Franzose hat seine gesamte. Das könnte ja keinem erzählen, ne? Also, es wird gerade, als er gerät wurde, erobert, wir marschieren gerade auf Paris zu. Und der Franzose hatte gesagt, dass er alle seine Soldaten nach Afrika bringt, um das Niger anzugreifen, ja? Also, er könnte nichts zu sagen, ne? Nix. Ich muss ihn auf Defense stellen, sobald diese Schlacht vorbei ist. Okay, dann tut mir jetzt der Afrikakrieg den Europakrieg hin, weil der Franzose seine gesamte Armee nach Afrika gebracht hat. Aber so kann man das natürlich auch klären. Ich bin aber eher im Gewinn um Afrika, auch wenn ich weniger Truppen habe, merke ich gerade. Genau, ich rück da gerade vor. Mach mal Defense an. Gott, da ist wirklich nichts in Ordnung. Ne? So macht das halt voll Fun, echt. Na gut, Problem ist trotzdem die Finanzen. Ne? Ich gehe ja gleich bankrott. Das heißt, wir müssen den früher oder später beenden, den Krieg. Aber wir marschieren ja eigentlich auch in Frankreich ein und alles. Also Österreich auch. Die österreichische Front ist halt noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das Problem ist halt der Russe, der mir hier vorne hilft. Der ist zum Beispiel auch hier auf Defense gestellt. Ne? Das heißt, unter Umständen ist jetzt hier kein Problem, weil die auch auf Defense sind. Würde der aber eine Defense-Schlacht vielleicht forcen. Und wenn wir die dann gewinnen, würden wir keinen Landgewinn machen. Ne? Aber weil nur einer dieser 10 Generäle, die jetzt gerade hier ist, diese Schlacht ausführt, bestimmt bei diesem Random-Ereignis, ob er vorrückt oder nicht. Das heißt, die KI kann dafür sorgen, dass er niemals vorrückt. Das ist so broken, das System, an jeder Stelle. Das ist unglaublich. So, aber ihr wisst trotzdem, die Finanzen, ich kann diesen Krieg nicht mehr finanzieren lange. Ne? Das ist einfach zu teuer. Aber ich habe alles auf All-In gesetzt. Also ich wüsste auch nicht, was ich sonst mehr machen kann. In Frankreich rücken wir zumindest vor. Die haben Generalsboni, die haben die nicht, ne? Kein General vor Ort. Entsprechend kriegt er gar nichts. Wir verlieren trotzdem, weil wir 12 zu 44 angegriffen haben, weil die Nicht-Generalleute sind halt besser organisiert. Und da wird das noch unglücklicherweise verzögert. Lass mal gucken, ob wir das nicht mal langsam hier mit dem Frieden hinkriegen. Friedensvertrag vorschlagen.
Also Österreich würde diesem Friedensvertrag zustimmen. Der Krieg ging ja auch mit Österreich um Österreich, aber Schweden und Hamburg würden dem nicht zustimmen, weil wir dem was versprochen haben. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Ich gucke gerade in den Siegzielen, aber hier steht doch eigentlich Böhmen erobern, ne? Das ist ja, also Österreich würde das beides zustimmen und sonst gibt es ja kein Kriegsziel hier vorne. Also das macht doch gar keinen Sinn, dass sie da nicht zustimmen würden. Also die haben ja keine Kriegsziele, ne? Aber ich habe denen offensichtlich ja, wenn ich das hier richtig sehe, nichts versprochen gehabt. Ah, deutsche Führung, ich muss mal anklicken. Ah, okay. Genau, das würden wahrscheinlich nicht zustimmen, oder? Doch. Schweden und Hamburg würden diesem zustimmen. Österreich würde es nicht zustimmen. Und wenn mit Österreich der ganzen Geschichte zustimmt, müssen wir wahrscheinlich nochmal die Hauptstadt von denen erobern. Das kriegen wir halt nicht hin, ne? Vielleicht lasse ich denen einfach ihr Böhmen oder was das da war. Also die haben ihr Kriegsziel schon irgendwie alle durchgesetzt, wenn ich das richtig sehe, nur ich nicht. Meine Armee hat sich wieder zurückteleportiert. Weil Bayern raus ist, haben wir jetzt die Front aufgegeben, verstehe. Also ich blicke da halt nicht durch, ne? Ich will eigentlich nur Österreich erobern, aber ich glaube, ich schaffe das nicht, weil es gibt nur zwei österreichische Frontabschnitte. Und weil die russische Armee da vorne ist, haben wir halt eine Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie Scheißschlachten austragen und dann rücken wir halt niemals vor. Also, ja, sieht gut aus. So komme ich jetzt keinen Schritt weiter, bin aber gleich bankrott. Frankreich noch ein bisschen selber Druck machen. Ja, wir sind gleich mit Spaß bankrott. Also ich sehe jetzt nicht, ob ich den Krieg noch gewinne. Also ich Böhmen wegmache, das würden die auch nicht machen, ne? Tatsächlich würden Schweden und Hamburg doch nicht zustimmen. Weil Schweden und Hamburg, die wollen halt nur, dass wir Böhmen erobern wollen. Warum ist Schweden und Hamburg das so wichtig, dass wir Böhmen erobern? Das ist ja für mich Böhmen, das ist ja nicht für die, ne? Also ich weiß nicht, warum das für die ein Hindernis ist. Also, okay. Die Frage ist halt, ob es den Österreicher stört. Also der Österreicher würde es mit der deutschen Führung anmachen, worum es ursprünglich geht. Aber meine Verbündeten würden nicht zustimmen. Ja? Schweden und Hamburg haben nichts davon, wenn ich Böhmen annektiere. Aber die wollen, dass ich Böhmen annektiere. Und das verhindert jetzt, dass ich am Staatsbankrott vorbeikomme. Welcher Idiot hat sich das einfallen lassen, das System? Das ist doch völliger Schwachsinn. Also jetzt wäre alles gelöst, hätte ich es mit Böhmen nicht an. Och. Ja, und da rückt bestimmt halt nicht zu, der Österreicher. Und da stimmt meine Verbündeten nicht zu. Also wenn das ein Kriegsziel für die mein Verbündeten wäre, würde ich es ja echt verstehen, ne? Aber ist es ja nicht. Ist es nicht. Und jetzt sind wir jeden Moment Staatsbankrott. Ich weiß nicht, ob das Spiel dann vorbei ist. Aber an der Stelle möchte der Spieler am liebsten an die Wand werfen und ausmachen, ne? Also, das, ich weiß nicht, fällt mir nichts mehr zu ein. Nichts fällt mir dazu ein. Ich weiß nicht, was mit Staatsbankrott passiert, habe ich noch nie geschafft. Ist aber jeden Moment soweit. Meine Verbündeten treiben mich halt den Druiden, ne? Ja, Österreich würde zustimmen. Schweden und Hamburg würden nicht zustimmen. Hamburg führt mich in den Ruin unter anderem. Man kann die auch nicht kicken oder so, oder? Dass ich denen sage, die sollen bitte raus aus dem Krieg. Also, nichts für ungut, aber aus meiner Sicht ist das halt ein Bug, ne? Also, ich bin eh Fraktionsführer, es geht auch nur um meine Ziele. Dass ich nicht den Frieden mit Österreich machen kann, wenn es nichts, die überhaupt nicht betrifft in keinster Weise. Und ich hätte denen, glaube ich, ja einen Gefallen dafür eh bezahlt, dass sie mitnehmen beim Krieg. Also, das ist halt jetzt verloren, ne? Der Krieg wahrscheinlich jeden Moment. Deshalb. Da fällt dir nichts zu ein, ich bin so sprachlos. Na, mal gucken, wenn der Staatsbankrott eintritt, was passiert. Vielleicht gibt es noch heftige Divas. Hamburg unterwerfen. Na geht doch. Jetzt haben, wie immer das war, der Österreicher wahrscheinlich hat jetzt Hamburg kalt gemacht. Vielleicht kann ich jetzt Frieden machen. Geht immer noch nicht. Also wie gesagt, der Österreicher würde ja zustimmen. Genau, Hamburg ist raus. Es geht jetzt nur darum, dass Schweden nicht zustimmen will. Also jetzt muss bitte noch einer Schweden vernichten und dann können wir spielen. Ich glaube das nicht. Das müssen die doch ein einziges Mal getestet haben, diesen Durchgang, ob das funktioniert, oder? Das sieht nicht so aus, ob die es jemals getestet hätten. Kapitulation wurde durchgesetzt bei Frankreich. Hä?
also Frankreich hat kapituliert, wollen die, glaube ich, sagen damit. Aber wir kriegen halt den Frieden nicht, weil ich muss erfolgreich in Österreich rein. Es gibt nur zwei Fronten und da rücken wir offensichtlich nicht schnell genug vor in diesen Fronten. Aber wir erobern jetzt hier ein bisschen mehr Land offensichtlich. Da geht es jetzt gleich ein Stück weiter. Wir müssen halt Russland quasi verteidigen. Hannover ist raus. Ja, Schweden muss gekickt werden. Sonst gibt es da keine Lösung. Zumindest lösen sich die Fronten alle auf. Zahlungsunfähig. Ja, meine Truppen werden schwächer dadurch. Tickt weiter hoch. Den müssen wir auf Angriff stellen. Gibt keine Fronten mehr. Ihr könnt im Krieg nicht demobilisieren. Ne? Also von daher hier. Ah, die Finanzen. Defizit geht so ein bisschen runter. Ja, die Armee wird auf jeden Fall schwächer jetzt. Die Frage, wie der österreichischen Armee geht. Noch kämpft meine Truppe auf jeden Fall. Wir rücken aber hier rein. Also wir haben schon ein Stück Österreich erobert. Und hier vorne sind wir jetzt gleich vor der Hauptstadt. Ist unglücklicherweise kein guter Kampf für uns da. Sonst könnte man den Krieg vielleicht wirklich beenden. Kann ich jemand mal eine Atombombe auf Schweden schmeißen, einfach um das Problem zu lösen? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich nur wegen Schweden keinen Frieden kriege. Na nee, gut, lässt sich halt nicht ändern. Jetzt muss ich einfach warten. Österreicher bringen Verstärkungen ran. Sind komplett in der Offensive. Überall. Ist auch auf den Null inzwischen gegangen. Österreich würde nicht zustimmen. Schweden, genau. Und wenn ich das andersrum mache, dann würden die andersrum nicht zustimmen. Also nie wieder Verbündete in einen Krieg reinholen. Nie wieder. Da scheint das Spiel komplett zu verlieren. Hat er gerade Stahlbeton oder so? Sizilien ist raus. Ich glaube hier genau Kunstseide. Ich überlege, ob ich zur Kunstseide gehen soll. Dann können wir nochmal einen schönen Booster machen. 73 zu 2. Wo ist denn die Schlacht? Ach, da oben. Aber ich verstehe auch nicht, warum die nicht mehrere Schlachten gleichzeitig schlagen können, so also nach vorne. Das ist ein absolutes Rätsel. Stirbt der irgendwie nicht, der Letzte? Hä? Gott sagen. Er muss wirklich die Hauptstadt erobern, meines Wissens, damit die genug haben von dem Krieg. Minus 12%. Nächste Schlacht. Jetzt ist es aber soweit. Das ist, glaube ich, an der Hauptstadt eine Schlacht. Jawohl, wir holen die Österreicher. Doppelt so stark wie wir inzwischen, aber wir haben halt gut Truppen dabei. Ja. So, wenn wir jetzt die Hauptstadt haben, dann müsste das jetzt hier hochticken. Aber man kann es platt, die Jungs. 90, okay, wir haben sie nicht ganz erobert. 97. Okay, ich habe jetzt aus Versehen Space gedrückt, aber es hat funktioniert. Also ich habe jetzt Böhmen erobert und die deutsche Führung bekommen. Das heißt, der Krieg ist jetzt vorbei. Österreich ist jetzt ein bisschen am Brennen. Und ja, wir haben jetzt eigentlich unsere Ziele erreicht. Das heißt, wir haben jetzt auch hier, ne, Böhmen dazu. Können wir inkorporieren? Das dauert ein bisschen, bis wir das haben. Ja, packen wir direkt drauf. Das dauert ja ein paar Jahre. Aus den Österreichern machen wir echte Deutsche. Und dann haben wir jetzt hier was erobert. Verwaltung, Waffenfabriken, nur so ein bisschen was. Eisenminen, Holzfäller, Kohleminen, Roggenfelder, Kasernen, Bausektor vor allem. Also ein bisschen ist schon erobert worden. So, und hier sind wir natürlich erstmal so ein bisschen Staatsbankrott, ne? Trotzdem, jetzt lass mal gucken, ob wir jetzt schon Deutschland machen können. Wolkenkratzer. Da weiß wieder kein Mensch, was das macht. Es gibt irgendeine Studie. Ja, machen wir auch mal an nebenbei. Niger-Expedition, ich habe noch nie gesehen, dass es irgendwas bringt. Ich lasse das jetzt einfach. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir Deutschland gründen. So, Vereinigungsspielbeginn. Dann wäre schon wieder Österreich im Krieg, wenn wir das machen. Ansonsten nur kleine Länder. Witzigerweise auch Bayern, die uns geholfen haben, in diese Situation zu kommen. Also auch hier völlig irrational. Auf unserer Seite, also Russland und Großbritannien würden uns helfen, Deutschland zu vereinigen, steht da unten. Ne? Das könnt ihr euch keinem erzählen. Ne? Da vergeht mir schon ein bisschen die Lust.
Na gut, wir müssen auf jeden Fall trotzdem erstmal, glaube ich, die Finanzen in Ordnung bringen, bevor wir das anklicken. Ja, das ist halt jetzt mit den Finanzen wirklich, glaube ich, eine Sache, um die wir uns kümmern. Gucken wir mal, wie das wieder alles in Ordnung kriegen. Alle möglichen Handelsrouten ausmachen. So, bei den Geldern, das Militär brauchen wir ja erstmal nicht mehr. Dann könnte man da auch mal runtergehen. Dann zahlt man normalerweise ein bisschen Bonus, ne? Aber minus 2 kann ich auf jeden Fall erlauben. Ja, Produktion ist, glaube ich, keine Möglichkeit für uns derzeit. Und für 50 habe ich nichts, ne, an Steuern. Genau, da braucht alles zu viel. Ich muss schon dieses Minus wegkriegen. 18k Zinsen, verstehe. Tja, wie komme ich jetzt aus dem Staatsbankrott da raus? Bauprojekte könnte ich trotzdem auch noch machen, ne? Ich habe ja den Investitionsfonds. Also ich müsste wahrscheinlich jetzt die Steuer nochmal erhöhen. Das heißt, die Autoritätsgeschichte da müssten wir machen. Aber erstmal das an. Ja, dann bauen wir jetzt erstmal Sachen, die wir brauchen. Und dann müsste ich irgendwelche Projekte wegmachen, die Bonus bringen. Und dafür die Steuern erhöhen. Machen wir das gerade mal hier vorne. Weiß gar nicht, wo ich sie anhatte zuletzt. Da Rohstoffförderung aus. 150 Punkte. Verbrauchersteuern. Ja. Toll, da fehlen natürlich ein paar für die ganz Großen. Ja gut, dann machen wir Spiritosen. Bringt uns ein bisschen Geld. Alle unzufrieden wegen dem Krieg, ne? So, wie machen wir das jetzt? Jetzt Bauprojekt. Also die Sachen, die wir erobert haben, müssen wir auch erstmal umstellen. Auch erstmal überall alles modern. Das ist in aller Regel die richtige Option, wenn nichts Besonderes anliegt. Ich glaube, ich habe da auch nichts mehr zum Umstellen. Manchmal sind die zeigen jetzt nicht richtig an, ob das das Modernste eingestellt ist. Dann machen wir es erstmal hier überall an. Und dann tue ich die Bauindustrie wieder laufen lassen, weil das ja auch Geld in die Wirtschaft spült. Das ist ja Geld, was jetzt brach liegt, könnte man argumentieren, ne? Zu den Motorenwerken werde ich nie verstehen, warum man das nicht umstellen kann. Börsennotiert, das sind ja die eroberten Sachen. Munition kannst du auch nicht umstellen. Keine Ahnung. Verstehst nicht? Erstmal alles einstellen und dann gucken wir mal, wie die Lage ist und dann können wir es immer noch ändern. Das Problem ist, wenn ihr nur ein neues Ding erobert habt, dann richten die sich nicht nach einer Mehrheit. Energie müssen wir wahrscheinlich ausbauen. Und dann kommt dieses Symbol und ihr wisst nicht, wie viele von denen relevant dafür waren. Aber man sieht schon, dass Österreich auf jeden Fall keine modernen Techniken benutzt hatte. Sonst müsste ich ja nicht alles umstellen jetzt hier. Ach, Druff, die Frage, ob welches Holz. Das wird sich vielleicht eh noch gleich ändern. Ich mache die Feinanpassung jetzt gleich. Genau, da zeigen sie es nämlich nicht an, dass sie moderner hätten. Viel schauen wir, oder Dings haben wir noch nicht. So, jetzt müssten wir eigentlich eine Übersicht über die Lage haben. Das Zeug fehlt. Ja, Dienstleistungen haben wir unendlich viele jetzt. Natürlich, ne? Klar, die benutzen das schon, das Zeug, aber es könnt ihr nicht exportieren. Von da ist das nicht die geilste Industrie unbedingt. Ja, die Preise sind alle in Ordnung. Also, Exportrufe für die Schiffe. Ich glaube immer noch, dass sie das automatisieren müssen bis zu einem gewissen Grad. Das lohnt sich nicht, dann lasse ich lieber den niedrigen Preis an. Werkzeuge 1700. Das war eine Importroute. Man könnte auch beides gleichzeitig anmachen, ne, wenn sich das lohnt. Also jetzt bei Werkzeug zum Beispiel gab es ja hier Preiswerte. Ne, hier vorne in Briten kosten die Dinger gar nichts offensichtlich, in England. Nur die Frage, ob es eine gute Idee für meine eigene Industrie ist, weil ich da eine recht große von habe. Also Frankreich möchte unendlich viel Holz haben.
könnt ihr haben. Spanien will auch was haben. Also die Holzindustrie, diese Sägewerke, die eben gemacht haben, die sind, glaube ich, ganz gut. Das können wir auch nicht handeln. Genau. Ja, Problemgüter. Energie könnt ihr nicht einhandeln. Das kann man hier oben ausbauen. Das machen wir mal zuerst. Muss ich wahrscheinlich noch freischalten, ne? Navigation und Pferdekopfpumpen. Ja, Navigation brauchen wir. Vielleicht tue ich das jetzt mal vorschieben. Das ist wahrscheinlich beim Militär anzufinden, oder? Navigation. So habe ich gedacht. Sieht nicht so aus, ne? Sie ist jetzt irgendwie nicht hier drin. Oder ist es halt wieder in einem dieser Dinge drin versteckt? Es gibt ja leider keine Suche danach. Ich weiß nicht, wie ich es finde. Navigation. Keine Ahnung, wo das ist. Zeppelin. Okay, keine Ahnung, wo ich das jetzt finde. Das ist ein bisschen dumm. Weil das Zeug, das bräuchte ich schon. Ich will es nicht nur importieren. Gibt es auch nicht in großen Mengen unbedingt. Ist halt ein Problem. Sprengstoff? Gibt es gar nicht. Okay, das heißt also, das müssen wir auf jeden Fall bauen. Chemiefabriken erweitern. Ich glaube, das ist relativ egal. Wir müssen eher nach Arbeitern gehen. Genau, also das neue Böhmen zum Beispiel hier, die haben ein riesen Arbeitslosenproblem. Einfach da Sprengstoff hinstellen. Gehen wir den Österreichern die Sprengstoffproduktion, das ist ja nicht gefährlich. So, das geht dann nach Böhmen. Kaffee will keiner. Seide werde ich gleich selber herstellen. Also importieren ist immer gut, wenn es irgend geht, aber geht auch gar nicht. Aber ich werde es ja gleich selber herstellen, das ist also die Idee. Das brauchen wir für die Glasproduktion. Zack. Zack. Ja, auch noch so ein paar Premiumpreise hier. Tabak könnte man zwar im Süden herstellen, mache ich aber jetzt nicht, weil ich nämlich Energie jetzt brauche. Genau, das machen wir nämlich hier vorne. Kraftwerke erweitern. Wir brauchen halt eine Tonne an Energie. Wo die ist, ist egal. Die wird dann ohne Netze durchs ganze Land gezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Also da bauen wir es auch in Böhmen, da können viele Leute arbeiten, ein bisschen Brandenburg. Genau, und hier noch ein bisschen. Und dann bräuchte danach wahrscheinlich Kohle. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob das ausreicht. Norddeutsche Bund, so sieht's aus. Dort ist so ein Zupfel. So, wir können mit Österreich auch die Beziehungen verbessern, weil jetzt ist ja mit Österreich alle Probleme geklärt im Grunde genommen. Mit Frankreich eigentlich auch und mit England war sowieso nie ein Problem. Von Verpflichtungen entbinden. Ich habe sogar eine von dem. Okay, ich dachte, es wäre andersrum, dass ich ihm eine schulde für den Krieg. Offensichtlich nicht. Achso, du bist pausiert. Hä? Okay. Oh, der Fonds funktioniert nicht. Ich vermute mal, dass die Gebäude nicht erlaubt sind. Ein paar, also. Wahrscheinlich die Kraftwerke sind nicht erlaubt, würde ich mal vermuten. Gut, es ändert jetzt nichts daran, dass ich die brauche, die Teile, aber die sind wahrscheinlich nicht von Investitionsfonds abgedeckt. Egal, ich baue die jetzt trotzdem einmal durch. Der Fonds selber müsste eigentlich voll sein. Also ich habe ihn ja eben die ganze Zeit nicht benutzt, ne? Genau, 25 Millionen sind da drin. Den Graphen wollen sie übrigens abändern, haben sie schon für ihre Liste geschrieben für den nächsten Patch. 25,9 Millionen. Also, da der Investitionsfonds sich gerade überhaupt nicht verändert, sind die Chemiefabriken auch nicht da drin enthalten. Echt? Warum ist die Chemiefabrik kein Fertigungswerk? Warte mal, neues Bauvorhaben, Investitionsquellen. Die Mindeste sind nur da drin. Guck mal, da sind 46,1k, die der sogar plus macht, obwohl er jetzt minus gegangen ist. Okay. Also, wir finanzieren die Hälfte davon, nur die Kraftwerke eben nicht.
Ja, mit den Kraftwerken muss ich gleich nochmal gucken. Kein Bier. Die Kommunistische Partei ist nicht. Das brauche ich jetzt sicher nicht, die Kommunisten. So, dann baue es auf jeden Fall aus. Wir haben jetzt das ganze Zeug und jetzt müssen wir mal gucken, wie das jetzt läuft. Wir haben immer noch eine gewaltige Energienachfrage. Ist die Frage, ob die halt funktionieren, die Energiegebäude. Ist pausiert. Ach, wegen dem Staatsbankrott ist gar nicht hergestellt worden, ne? Lass trotzdem mal gucken, wie viel Energie vielleicht schon haben jetzt. Militär ist ganz nebenbei nicht angestellt. Wir haben ja Kasernen eben erobert. Und man da auch überlegen könnte, wahrscheinlich zurückzuschalten, damit es preiswerter wird. Ich weiß es noch nicht. Frachthafen ist an. Eisenbahn. Brauchen wir denn mehr Transport? Hier würde Transport einen Maxi-Preis bekommen. Ja, dann machen wir das hier. Wir brauchen es ja ein bisschen. So, das Energie ist, glaube ich, hier unten. Da sind die Jungs. Ja, werden alle noch gebaut, börsennotiert. Ja, hier oben, also wir setzen zu viel Dienstleistungen bereit. Freikirchen, ist besser. Also ich könnte ihm jetzt einfach sagen, wir machen halt hier weniger Dienstleistungen, ne? Weniger Transport, ist für den Preis aber kein Problem. Ist das richtig angezeigt hier? Also mit der öffentlichen Straßenbahn würden wir Arbeiter verlieren und mehr Transport brauchen, genau. Ja, weniger Transport wird der Preis sinken, genau, ist hier richtig. Nee, nee, lass mal das mal so. Das ist ja eigentlich, lass mal das so an, ist schon richtig so. Also sobald die wieder ein paar Pfennig über haben, müssen wir weiterbauen. Das geht jetzt wohl wahrscheinlich immer aus, vermute ich mal. Weil wir halt Staatsbankrott haben. Aber die Chemiefabriken, also die Bauindustrie wird ja auch die Gehälter gezahlt, nicht nur Baumaterial, ne? Und ich vermute mal, die, also eigentlich sollten die das auch bezahlen für die Chemiefabriken trotzdem. Auch wenn ich Staatsbankrott habe. Ja gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Also ich muss jetzt warten, bis wir das irgendwie wieder in den Griff kriegen mit dem Geld hier. Also die beste Lösung im Moment sehe ich ist einfach, dass ich Steuern weiter radikal erhöhe. Das heißt, ich muss jetzt die Erlasse alle rausfischen und ausmachen. Wenn wir einfach bessere Steuern bekommen. Vielleicht reicht schon einer. Ja, ich brauche so einen 200er da oben. Also noch 50 brauche ich. Das ist irgendeiner Last, müssen wir noch löschen. Genau, und jetzt können wir die Steuern erhöhen. Zack. Eine Lien freigeschaltet. Zack. Wieder ausgemacht. Also, der Investitionsfonds müsste eigentlich die Kosten decken. Ich vermute, dass das die Gehälter sind, die er nicht decken will von dem Ding. Die Bauwarengehälter. Sozialhilfe 37k. Vielleicht ist ein Regierungsgehältern drin enthalten. Ich könnte es jetzt echt nicht sagen mit Sicherheit. Ja, alle unglücklich. Ibonische Sezession. Nicht sicher, worum es da geht. Hier kann man eine neue Steuer machen, die Stufensteuer. Wollen die machen? Will eigentlich keiner haben, also von da machen wir es auch nicht. So, und taggen können wir natürlich wieder. Das Problem ist jetzt auch, selbst wenn ich jetzt die besseren Tags freischalte, viele von denen kann ich ja gar nicht benutzen im Moment, ne? Das ist ein bisschen doof. Zeppelin. Skelettbau ist wieder für die Infrastruktur zu bauen, also für alles zu bauen, für den Bausektor. Aber das kann ich ja nicht anschmeißen im Moment. Ja, Kunstseide wäre halt wichtig, aber ich weiß nicht, ob ich die Produktion hochbekomme. Naja, es dauert ja auch ein bisschen, die freizuschalten. Okay, beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall weiter. Und dann werde ich halt gucken, also ich muss die Finanzen jetzt in den Griff kriegen. Sobald ich halt einen kleinen Goldvorrat habe, kann ich dann auch Deutschland vereinigen. Dann wird der ganze, ne, Bayern und Co. kommen dann bei mir rein. Sonst passiert da eigentlich gar nichts, außer dass alles wieder super teuer wird.
Ja, aber da geht es auf jeden Fall die Reise hin und dann holen wir unsere Kunstseide und dann werden wir steinreich, obwohl wir wahrscheinlich hier in Nummer 2 der Welt eh schon sind. Der Krieg hat halt einen dicken Hit gegeben, ne, für unser BIP und einfach allem. Vor allem das hier ist sehr problematisch. Also ich muss jetzt erstmal die innere Sicherheit wieder hinbekommen. Also ohne dass die Schweden mich halt sabotiert hätten, hätte ich halt viel früher beenden können, den Krieg. Ne? Das war jetzt einfach eine Riesenkatastrophe. Ja, machen wir beim nächsten Teil. Bis dann. Ciao, ciao.